Herzfehler können ganz unterschiedlich aussehen. Die häufigsten Herzfehler sind Defekte in den Trennwänden innerhalb des Herzens. Dann gibt es schwere Undichtigkeiten oder Engstellungen der Klappen des Herzens. Und die ausgeprägteste Form eines Herzfehlers ist, wenn von vornherein eine Hälfte des Herzens gar nicht angelegt ist. Die häufigsten angeborenen Herzfehler sind die Defekte zwischen den beiden Hauptkammern und zwischen den beiden Vorkammern, die sogenannten Fauve-Septum-Defekte und Ventrikel-Septum-Defekte. Wenn ein Herzfehler vorliegt, der noch nicht behandelt oder schon behandelt ist, dann kann der Grad der Behinderung zwischen 20% und 100% liegen. Das ist abhängig davon, wie die Leistungsfähigkeit und ob die Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist. Die Lebenserwartung ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten erheblich, hat sie zugenommen. Initial sind 80% bis 90% der kleinen Patienten mit angeborenem Herzfehler verstorben. Inzwischen liegt die Überlebensrate weit über 90%. Das bedeutet trotzdem, dass die generelle Lebenserwartung in Abhängigkeit von der Schwere des Herzfehlers eingeschränkt ist. Das bedeutet, dass unter Umständen eine Lebenserwartung nur von 60 Jahren besteht, während sie im Allgemeinen vielleicht bei 80 Jahren liegt. Eine Schwangerschaft ist für das Herz-Kreislauf-System der Mutter immer eine erhebliche Belastung. Wenn nun wegen des bestehenden Herzfehlers diese Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist, muss man Mutter wie Kind sehr sorgfältig während der Schwangerschaft betreuen und überwachen, damit man bei Herzschwäche oder zum Beispiel Herzrhythmusstörungen schnell und konsequent eingreifen kann. Die Antwort ist ja und nein. Es gibt grundsätzlich das Risiko von etwa 1% einen angeborenen Herzfehler zu haben. Das ist die durchschnittliche Rate. Wenn Mutti oder Geschwister oder Vati einen Herzfehler hat, dann steigt dieses Risiko auf ungefähr 5%. Bei uns im Universitätsklinikum Halle bieten wir all denen, die als Mutti oder Vati einen Herzfehler haben, eine spezielle Untersuchung während der Schwangerschaft an, um einen solchen Herzfehler beim Ungeborenen zu erkennen und sich bestmöglich auf die Versorgung vorzubereiten.